Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir reagieren heute wieder auf Proletopia. Ich weiß nicht, in letzter Zeit reagiert er sehr, sehr oft auf mich. Der hat diesmal auf das Video reagiert, Fridays for Future cancelled Sängerin wegen Dreadlocks. Ich bin gespannt. Ich habe ja schon mal ein Video zur kulturellen Aneignung gemacht, das fand er nicht so gut. Yitunos, Dankeschön für die 10 Subs, da ging es um diese 13 Fragen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was hierbei rumkommt. Und Ryan, Dankeschön. So, nachdem, warte mal, ich hole mal den Chat rüber. Ich fange das an, wie Kuchen seine Uncuts anfängt. Hallo, liebe Leute, willkommen bei Proletopia. Ich wollte schon Kuchen TV sagen. Schön, dass ihr hier seid. Nachdem wir uns jetzt ein Video angeschaut von Kuchen TV und gesagt haben, dass Kuchen jetzt extrem fucking base ist, wirklich extrem fucking base ist, das ist jetzt unironisch, wollen wir mal schauen, was er sagt zu dieser Geschichte mit den Dreadlocks. Da habe ich mich massiv darüber aufgeregt, über diese Dreadlocks-Nummer. Finde ich einfach komplett lost, genauso wie Luisa M. Neubauer mit ihrem Shit. Schauen wir fucking Proletopia Uncut, ja. Aber bei mir kommt es auf dem Hauptkanal. Ja, Kuchen TV wieder sehr based heute unterwegs, muss man sagen. Was Kuchen zu sagen hat, ja. Unsere Erde steht kurz vor dem Kollaps. Denn korrupten Politikern ist es wichtiger, mehr Geld zu machen, anstatt zum Beispiel die Kohleindustrie zu verkleinern oder auch die Regenwälder zu schützen. Richtig. Aber zum Glück leben wir in einer Demokratie. Und es gibt Yitunos, Dankeschön für nochmal 10 Subs, vielen lieben Dank. Und Ludiku, Dankeschön für den Tier-One-Sub hier. Die sich dafür einsetzen, das Ganze doch noch irgendwie zu verbessern. Richtig. Sie setzen sich dafür ein, dass es unseren Kindern in Zukunft doch noch gut gehen kann. Richtig. Heute geht es natürlich um das ganze Thema rund um Fridays for Future. Fridays for Future wurde seinerzeit 2018 gegründet und wie der Name schon sagt, haben die halt immer an einem Freitag für den Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter demonstriert, damit wir irgendwie unsere Umwelt noch retten können. Super. Es soll hier aber auch gar nicht um die Bewegung an sich gehen, immerhin ist das hier kein Geschichtsunterricht und Real Talk, es juckt auch keinen, wie die sich gegründet haben. Ihr wollt sehen, wie ich mich über das Thema aufrege, denn es ist... Yitunos, Digga, nochmal 10 Subs, was geht denn? Das sind schon 30. Junge, krass, heftig. Junge, vielen lieben Dank. Hoffentlich geht das jetzt den ganzen Stream so weiter. Etwas passiert, wo man wirklich ich einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Leider ist es so, dass Fridays for Future immer mehr von so super ultra woken, mega linken gut Linksliberale, Kuchen, ich schenke dir an dieser Stelle das Wort Linksliberale. Dankeschön. Das sind Linksliberale. Ich reg mich über sie seit einiger Zeit auf. Das sind Linksliberale. Das sind diese Leute, die canceln. Das sind diese Leute, die woke sind, die gatekeepen, woke scolden und diesen ganzen Scheiß machen. Das sind diese Leute, die dir so sagen, du hast nicht richtig gegendert. Deswegen ist der Kapitalismus an der Macht. Ja? Diese Leute sind Alter, und der Punkt ist, Digga, haben wir gleich Stufe 5 ja, oder was, Junge? Heftig. Ich stimme dir 100% zu. Menschen Weltverbesserern unterwandert wird, die eine dumme Aktion. Yitunos, nochmal 5 Subs. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid für die Leute bei Kuchen TV und Katarina Talk. Es tut mir mega leid. Aber ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber vor 3 Jahren ungefähr habe ich noch jeden Sub einzeln vorgelesen. Ja, das war nervig. Der anderen machen, dass man sich wirklich die Frage. Linksliberal, linksliberal, merkt ihr den Ausdruck, bitte, 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 bitte. Wie definierst du linksliberal? Ah, das sind diese ganzen grünen Wählerinnen. Ah, das ist eine sehr... Jetzt hat er die ganzen Grünen einfach hops genommen. Ja, aber ich weiß nicht, ist jeder Linksliberale schlimm? Würde ich so nicht sagen. Gibt wahrscheinlich auch Moderate, ne? Das kommt dann immer so ein bisschen an auf die Richtung, die Meinung halt, die du hast. Manche sind halt stärker in dem Bereich, manche weniger so, ne? Deswegen finde ich halt eher so, ja, diese super linken, woken Gutmenschen, würde ich halt eher sagen, fasst es halt eigentlich viel besser zusammen. Lange Geschichte, ich habe das schon erklärt. Er kommt auf YouTube demnächst raus. Gibt's hier auch auf dem Dings. Nein, ist ja wurscht. Junge, Level 5 Hype Train, was geht? Oder ob die AfD da absichtlich Leute reingeschleust hat, um Fridays for Future zu schaden. Und zwar wollte bei Fridays for Future Hannover die Sängerin... Nein, ich glaube, die sind von alleine lost. Ronja Yitunos, Dankeschön auftreten. Für nochmal 5 Subs. An sich ist das ja gar kein Problem. Allerdings ist sie weiß. Und sie trägt Dreadlocks. Das geht natürlich gar nicht. Also wurde sie mit folgender Nachricht gecancelt. Hey, okay, wenn Kuchen in dieser Folge sich nicht fake Dreadlocks ansieht, ist er nicht mehr based, Alter. Stimmt, hätte ich machen. Wäre lustig, ne? Machen, so, wo ich fake Dreadlocks auf habe. Ich hoffe, er hat das gemacht. Axel Zocker, Dankeschön, 5 Subs Ehre. Macht euch weiter. Ich werde jetzt allerdings das nur teilweise vorlesen. Der Grund dafür ist, dass wir gerade bei diesem globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen und es daher für uns nicht vertreten. Ich habe auch einfach gesagt, ja gut, ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Ich habe nur den ersten Satz nicht vorgelesen, sonst einfach alles. Props gehen raus an mich, Dankeschön. Teehaus für die Lippe. Ist eine weiße Person mit Dreadlocks auf unsere Bühne zu lassen. Siehst du, und das ist dieser Dogmatismus, von dem ich vorher geredet habe. Wenn dir ein Narrativ wichtiger ist als das reale Leben, in dem du lebst und wie du mit Leuten umgehst und wie du mit Menschen umgehst, die du eigentlich schon engagiert hast, mit Künstlern, die eigentlich davon leben, dass du sie engagierst und die das eingeplant haben, wie du mit deiner Publicity draußen umgehst, das heißt, wenn dir das alles egal ist, einfach weil du dogmatisch bist in puncto
was auch immer, ja, das Narrativ bedienen willst. Bin kein Hund, genau, bin ich dogmatisch. Versteht ihr. Das ist genau das, was lost ist. Ach, was er hier zu Recht kritisiert, hoffe ich. Was ich zu Recht kritisiert habe. Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung, da sie mit der Identität von schwarzen Menschen und es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde. Aus diesem Grund sollten weiße Menschen keine Dreadlocks tragen, da sie sich ein Teil ihrer Kultur aneignen, ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben. Solltest du dich bis Freitag dazu entscheiden, deine Dreadlocks abzuschneiden, würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen. Ich kann nicht mehr. Ich schaff das nicht. Ich hab genug von diesem Leben. Mir reicht's. Ich will nicht mehr. Ich komm da nicht drüber weg. Ich bin am Ende. Ich hab diesen Clip so krass gefeiert. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, wirklich einfach so eingegeben, ich kann nicht mehr, und habe einfach geguckt, was mir vorgeschlagen wird. Und das ist wirklich, das war der perfekte Clip. Ich habe das so, jedem aus dem Büro habe ich das gezeigt, als ich das eingefügt habe. Ich meine so, Digga, das musst du dir geben, das ist nur geil. Alpukas, danke schön für den Thema. Axel Zocker, danke für den Thema. Digga. Der ist so überbelichtet, absolut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kulturelle Aneignung ist im Großen und Ganzen sowieso nur ein Konstrukt von woken weißen Menschen, die anderen weißen Menschen erklären wollen, was denn rassistisch ist, um sich selber irgendwie als Gutmenschen darstellen zu können. Ich meine, sie wollen halt einfach Dinge verbieten, die sie rassistisch finden, obwohl sie selber davon nicht mal betroffen sind. Das sagt eigentlich schon alles darüber aus. Linksliberale sind einfach... links. Lost. What the fuck einfach. Die Grundaussage von denen ist halt wirklich schon absolut bescheuert. Allerdings haben sie es dabei nicht gelassen, sondern dann später noch ein Statement auf ihrer Seite veröffentlicht. Aus Lamburg, danke schön. Was halt ebenfalls an Dummheit einfach nicht zu überbieten ist. Und wir befassen uns erst... Junge, was geht denn auf einmal? Was ist denn heute los mit euch? Inhaltlich mit dem ganzen Thema. Sie schreiben nämlich im Statement unter anderem, Dreadlocks wurden erst durch die Versklavung schwarzer Menschen aus afrikanischen Ländern und Indien in die USA gebracht, wo sie später in Bürgerrechtsbewegungen schwarzer Menschen zum Widerstandssymbol wurden. Und jetzt kommt dieses Argument 100% mit dem, die Wikinger hatten schon Dreadlocks und keine Ahnung, so nordische Völker und keine Ahnung, wer nicht alles Dreadlocks hatte. Und, das ist halt doch einfach falsch. Ich habe einfach mal gegoogelt, also wirklich, ich habe eine Sache gegoogelt, seit wann es denn Dreadlocks gibt, und die ersten Überlieferungen gibt es halt schon seit 1500 vor Christus. Beispielsweise haben sogar die Azteken damals solche Frisuren getragen, und das war ja logischerweise vor der Versklavung der Schwarzen. Auch im Hinduismus gibt es halt einige Schriften von 1200 bis 500 vor Christus, die zeigen, dass in dieser Kultur Dreads getragen wurden. Die Frisur gehört halt einfach zur Menschheit dazu. Das haben nicht zufällig irgendwelche Schwarzen erfunden und die Europäer haben sich das genommen, sondern selbst in Europa gab es halt Herrscher, die so eine Frisur getragen haben. Dass es ein Widerstandssymbol der Schwarzen gewesen ist, damit haben sie tatsächlich recht, das ist richtig. Die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, dürfen weiße Personen jetzt nie wieder im Leben der Menschheit... Alter, junge Moschdener, 100 Euro! Energetische, beste Grüße aus Stralsund. Digga, dankeschön. Ich hab das fast nicht gesehen. Ich weiß Real Talk nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt so eine hohe PayPal-Spende bekommen habe. Ich glaube, das ist halt locker schon so 5 Monate her oder so. Digga, vielen lieben Dank. Was ist denn heute los? Ist ja nur geil. Ich habe heute das erste Mal mein Stream einfach mal auf Kuchen.tv und so weiter geteilt. Ich glaube, das mache ich weiter. Dann hoffe ich einfach mal, dass das jedes Mal so läuft. Das wäre natürlich super. Das wäre sick. Dreadlocks tragen, weil bitte, die Frisur bitte, in ihrer... Bitte, Kuchen, sei mein Held und sieh dir Dreadlocks an, bitte. ...4000-jährigen Geschichte bitte. Mal einige Jahre als Widerstandssymbol gegen Rassismus eingesetzt bitte. Wurde. Man muss doch selber merken, wie dumm das Ganze bitte. Ist, oder nicht? Wenn du Dreadlocks tragen willst, bitte. Dann trag doch Dreadlocks. Das hat doch nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Was ich ebenfalls schon wieder sehr belastend finde, ist die Tatsache, dass... Oh mein Gott, jetzt check ich's. Diese Mädels bei ihm im Hintergrund, eine davon ist er. Die anderen, wer sind die anderen? Geil. Nein, das ist ja eher... Oh nein, scheiße. Das ist er, eine von den Mädels ist er. Warte mal, wer ist das noch da hinten? Ah, okay. Aber das ist genau... Ich weiß nicht, kennt ihr noch dieses... wie hieß denn dieses TikTok da? Diese eine Nyan-Nyan-Cosplay oder wie die hieß da, dieses I give you a kiss und mua, da diese, ich weiß nicht, wie ging das denn? Von Isla Fridays, da hat er doch irgendwie mal so ein Diss-Track gegen irgendeine Pornodarstellerin gemacht. Da ging ja auch dann das Gerücht rum, dass sie eigentlich ein Typ ist. War mir egal, Digga, ich hab durchgezogen. Mir wär's egal gewesen, sag ich euch, wie es ist. Fridays for Future Hannover, Mädchenmachenschaften.de als Quelle angegeben haben. Ja, wie gut Wissenschaft... Mädchenmachenschaften,
die Seite eigentlich Mädchenmannschaft. Nicht ja. So eine Seite arbeitet, keine Ahnung, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber das erste Wort in dem Artikel, den sie verlinkt haben, ist einfach weiße Sternchen. Warum, für was soll dieses Sternchen stehen? Das wäre lustig, wenn du das eine wärst als Mädel. Kennst du nicht mein, oben rechts ist noch Platz, kennst ja nicht mein Bild als Mädchen. Mein Bild ist als Mädchen ist bei weiße Digger, wirklich, ich kann nicht mehr, wirklich, ich kann einfach langsam nicht mehr. Das Statement, was Fridays for Future gepostet hat, war aber auch darüber hinaus wirklich einfach... Achso, das ist Philipp Amthor und wer noch? Wer ist das? Was? Ist das alles? Warte, was? Wer davon ist Philipp Amthor? Ich sehe es nicht mehr im Chat. Hä? Es war nicht okay, wie wir formuliert haben, dass durch ein Abschneiden der Haare ein Auftritt bei uns wieder möglich wäre. Dies ist ein Eingriff in die Privatsphäre der Künstlerin, der so nicht hätte passieren dürfen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Frauen in dieser... Ach, der Rothaarige ist Philipp Amthor. Willst du mich verarschen? Wo ist das? Ah, warte, ihr seht's gar nicht. Wo ist das denn, Philipp Amthor? Hä? Ey. Geil, feier ich, Mann. Sexistischen Gesellschaft Philipp Amthor höchstpersönlich am Start werden und sich nicht frei so kleiden und zeigen können, wie sie wollen, war die Nachricht grenzüberschreitend formuliert. Also, sie entschuldigen sich halt immer noch nicht dafür, dass sie einer weißen Person verbieten wollten, eine Frisur aufgrund ihrer Hautfarbe zu tragen, sondern nur dafür, dass es ja anmaßend ist, weil sie ist eine Frau und wir leben in einer sexistischen Gesellschaft und deswegen ist es nicht okay, ihr zu sagen, Gordon, dass sie sich die Haare abschneiden soll und dann auftreten darf. Digga, also noch eine wackere Entschuldigung hätte man halt einfach gar nicht bringen können. Ich meine, sich wenigstens dafür entschuldigen, dass man damit ja auch tatsächlich eine Grenze überschritten hat. Denn einfach irgendeiner Person zu sagen, ja, mach dir eine andere Frisur, dann kannst du hier auf die Bühne kommen, ist halt schon wirklich sehr, sehr dreist. Aber das ist halt nicht der Punkt, wofür man sich entschuldigen sollte. Also zumindest nicht der einzige. Das Lustige daran ist jetzt aber, dass halt andere Städte sich ebenfalls gegenseitig fertig machen, weil die bei dieser Debatte einfach eine andere Meinung haben. Fridays for Future Weiburg hat... Voll. Das ist so dumm, wirklich. Sag ich ja auch noch in diesem Video wirklich, ich komme darauf halt immer noch nicht klar. So, das Ding ist, also, du machst ja wirklich einfach nur die Bewegung kaputt, wenn du da sowas postest. Also, dann sag doch einfach gar nichts dazu. Crazy. Zum Beispiel crazy. Geschrieben, dass sie sich aufgrund von Rassismus von Fridays for Future Hannover distanzieren, weil sie aufgrund der Hautfarbe einer Person eine bestimmte Frisur verbieten wollten. Und ja, kann man 1:1 unterschreiben, das ist halt nur mal einfach Rassismus, denn aufgrund der Hautfarbe... Nein, ich würde nicht sagen, dass das Rassismus ist, aber okay. ...darf sie eine bestimmte Sache nicht machen. Fridays... lockere Interpretation. ...for Future Mainz und Augsburg haben dann... Guck mal, der alte Proletopi hätte jetzt mir eine 30 Minuten Standpauke gehalten, warum das überhaupt nicht rassistisch sein kann, weil sie ist ja weiß und weil Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Aber jetzt gibt er sich schon damit zufrieden, so ja, ist ja schon sehr locker formuliert hier. Ne? ...darum diesen Beitrag kommentiert und ja quasi gesagt, dass das halt absolut dumm ist und wie die denn sowas posten können. Also wirklich, diese Seiten machen sich da gerade einfach gegenseitig fertig. Das Space-Konstrukt fängt an zu bröckeln. Der Stuhl wackelt schon, Digga. Das ist halt... an Dummheit wirklich nicht zu überbieten. Und ich finde, daran sieht man auch, was für Leute bei Fridays for Future teilweise in den Führungsebenen der Städten sitzen. Das sind halt einfach irgendwelche 20-jährigen Gutmenschen, die jetzt wahrscheinlich gerade ihr Studium anfangen, noch nichts in ihrem Leben gerissen haben und jetzt denken, sie müssten halt die größten Gutmenschen der Welt sein. Dass sie genau mit diesem Verhalten aber Fridays for Future einfach bis zum geht nicht mehr schaden, einfach nur um sich selber besser darzustellen, ich glaube, das checken die halt einfach nicht. Ich meine, was ich halt auch grundsätzlich bei dieser ersten Nachricht über die Dreadlocks halt nicht verstehe, ist die Tatsache, dass da halt irgendjemand bei Fridays for Future saß und sich dachte, ja Mann, damit setze ich mich jetzt genau für das Richtige ein. Bei Fridays for Future sollte es doch eigentlich um den Umweltschutz gehen, um den Klimaschutz, dass wir den Planeten retten. Wenn die Sängerin jetzt von Grund auf rassistisch wäre oder da irgendwelche Vorfälle gehabt hätte, ja, dann hätte ich es verstanden, wenn man sie ausgeladen hätte. Aber sie möchte sich für den Klimaschutz einsetzen und bei einer Klimademonstration auftreten. Und Fridays for Future verbietet ihr das aufgrund ihrer Frisur. Vor allem ist kulturelle Aneignung sowieso... Stell dir vor, Kuchen und ich haben die gleiche Frisur. Stell dir vor, jemand cancelt uns wegen unserer Frisur. Okay. Ein Thema, was in der Gesellschaft sehr kritisch... Ja. Was will er jetzt? ...kritisch gesehen wird, weil die Leute immerhin klug genug sind, um zu wissen, dass dieses ganze Thema absolut hirnrissig ist. Was Fridays for Future Hannover und die anderen Städte, die sich da eingemischt haben, erreicht haben, ist A, dass die ganze Organisation grundsätzlich unfassbar stark in der Kritik steht und sich dadurch halt natürlich mehr Leute von Fridays for Future distanzieren bzw. dort nicht mitmachen werden, weil die sich auch fragen, was für Leute das eigentlich organisieren. Und nee, er hat mehr so Captain America Frisur und du so Iron Man.
Und B, ich feier auch diese eine Locke, die hier runterhängt. Ja, Entschuldigung. Die auch immer mitwackelt. Das ist so ein Seismograph. Damit guckt er, kann man sehen, wie groß ist die Erdbeben an seiner Stirn. Gerade bei Fridays for Future in den Nachrichten nicht um den wichtigen Klimaschutz, sondern halt um diese Debatte um kulturelle Aneignung, die überhaupt kein Punkt gerade sein sollte, weil es um den Klimaschutz geht, wo es wirklich 1 vor 12 ist für uns Menschen. Irgendwie ja, Philipp wollte da auf Gutmensch tun und hat jetzt dafür gesorgt, dass der ganze Klimaschutz und so weiter bei Fridays for Future einfach mega in den Hintergrund gerückt ist. Super, hast du klasse gemacht, Digga. Bei T-Online gab es übrigens auch einen Bericht, wo die halt auch über Leute berichtet haben, die mit Dreadlocks auf eine Fridays for Future Veranstaltung gegangen sind. Die wurden da übrigens nicht angefeindet, also ihr braucht da auch keine Angst haben, geht da ruhig weiter. Hey, wenn du einfach den Linken. Man sieht hier übrigens so ein bisschen von seinem Raum im Hintergrund, der hat dann den Greenscreen nicht richtig gekeyt. Oder nicht, also der ist hier falsch abgeschnitten. Trigger, jetzt sehe ich es die ganze die Zeit. Die Dreadlocks wegnehmen, dann gibt es keinen Linken mehr, Mann. Oder alle laufen mit Glatze herum und dann sind sie die neuen Nazis. Dann gibt es noch mehr so Grund, so Antifa sind die neuen Faschisten. Digga, lass einfach Leuten ihre Dreads, Digga. Die meisten Leute, die Dreads tragen, die ich jemals kennengelernt habe, haben das aus Respekt gegenüber Reggae gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Aber Respekt gegenüber Reggae, das war's. Das war's. Das ist der Grund, warum einfach irgendwie Leute Dreadlocks getragen haben. Ich kenne nichts anderes. Aber ich kenne auch diese Leute aus den 2000ern mit Dreadlocks. Ja, Kiffer, ja. Aber die Kiffer-Kultur war immer verbunden. War immer verbunden mit Reggae, mit Bob Marley, mit Rastafari, Ever Live Never Fearful. Ja, das war immer so eine Sache, ja, das war schon immer verbunden. Dahin mit, auch wenn ihr so eine Frisur habt. Da war sogar ein Schwarzer, der ebenfalls gesagt hat, dass es diese Dreadlocks in ja, die Goa-Szene auch, natürlich. So ich komme aus der Zeit, so wo ich so jung war. Schon mal ein Nazi mit Dreads gesehen, eben nicht. Der Punkt ist, ich komme aus einer Zeit der 2000er, wo ich aufgewachsen bin. So in den 2000ern hatte ich meine Teenagerzeit und so die Sozialisierungszeit, nenne ich das mal. Da sind sehr viele Leute mit Dreads herumgelaufen und damals war das sehr populär. Also Rage Against the Machine muss man canceln, natürlich. Rage Against the Machine canceln unbedingt, sofort. Wer von euch Rage Against the Machine hört, kenne ich nicht. Kulturelle Aneignung, Bro. Seine Heimat einfach gar nicht gibt und er sich das damit ja halt selber angeeignet hat. Ja, da gibt es ein sehr interessantes Video, gibt es. Es gibt sehr interessantes Video von einem Typen, der Dreadlocks trägt und der erklärt, wie in Afrika nicht überall diese Dreadlock-Kultur herrscht. Ganz im Gegenteil. Also so, wo es gewisse Länder gibt, oder der Sänger von Korn, natürlich, holy shit. Es ist nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Freundin und Arena Sky ist jetzt richtig am Operation hier, wie ich sehe. Er hat es ebenfalls rassistisch gefunden, wenn die Freundin angegriffen wird dafür, aber er nicht, nur weil sie eine andere Hautfarbe hat. Das sagt jemand, der davon betroffen ist. Während irgendwelche weißen Leute, die gar nichts damit zu tun haben, das Ganze als so schlimm Rassismus hinstellen wollen. Also das muss einem doch irgendwann auffallen, oder nicht? Das mit Abstand Dümmste, was ich aber jemals von der Fridays for Future Seite gehört habe. Und ich will an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, ob die trollen oder nicht, wirklich. Ich kann das nicht sagen. Ist Fridays for Future Schilder? Die ja, das ist tatsächlich eine Fake-Seite, lustigerweise. Gepostet. Aber ich find's trotzdem lustig. Jeder, der schon... Sorry, aber das... Ich hoffe, du erkennst, dass das eine Psyops-Aktion ist. Ich hoffe, du erkennst, dass das eine Psyops-Aktion ist, einfach von Deep State und was schwurbelt man so? Ist nicht real. Mal in einem Fitnessstudio war, weiß, dass dort vor allem Cis-Männer trainieren. Sie legen ihre Priorität. Bitte, Kuchen, sei base genug, dass du verstehst, dass das ein Witz ist. Louis, danke schön. Also, dass das Rechte sind, die so tun, als wären sie Dings, bitte. Die Kraft und Äußerlichkeiten. Hoffentlich bist du nicht darauf reingefallen. Proletopia hat berichtet, wie sehr das Fake ist. Finden dort einen Raum, wo sie sich unwidersprochen radikalisieren können. Ja, das Ding ist, also natürlich halt kacke, ne, dass ich darauf reingefallen bin, so safe auf jeden Fall. Ich muss aber halt zugeben, was ich daran halt eigentlich auch noch traurig finde, um mich halt noch ein bisschen wenigstens zu verteidigen, ist halt die Tatsache, dass ich es halt Fridays for Future, also den Leuten, die da mitmachen, schon zutraue, sowas zu posten. Also ich hab natürlich halt so überlegt, so, okay, ist das jetzt fake oder echt? Keine Ahnung. Hab mir aber auch so gedacht, ja gut, das könnte aber schon eins zu eins von irgendeiner Stadt kommen, ne? Also das ist jetzt nicht die
Die große Organisation postet, ist klar, aber wie gesagt, irgendwelche Städte, die sich da gegründet haben oder so, weiß nicht, wäre schon realistisch, wenn ich mir so angucke, was sonst so gepostet wird im Internet. Und sind damit Brutstätte für neoliberale Chauvinisten wie Putin oder Trump. Wir sind nicht gegen Fitnessstudios oder Sport im Allgemeinen, denken aber, Fitnessstudios sollten verpflichtet werden, Sozialarbeiter und Pädagogen einzustellen, die mit den Männern reden, warum sie es nötig haben zu pumpen. Und anstatt sexistischer Kurse wie Bauch, Beine, Po, sollten besser Elemente der Meditation oder Theaterpädagogik vermittelt werden. Man soll da Sozialarbeiter in Fitnessstudios hinstellen. Hey, was ist denn los? Warum pumpst du denn? Hast du Probleme? Geht es um dein neoliberales, chauvinistisches Weltbild wie Donald Trump oder Putin? Komm her. Ich weiß, schon komisch, ne? Seitdem Proletopia mich nicht mehr hatet, sondern halt eher positiv über mich redet, findet er auch alle meine Clips lustig. Bei noch keinem Clip, seitdem er mich feiert, hat er gesagt, dass der Cringe war, aber vorher hat er nicht einen einzigen gefeiert. Hm. Was ich dazu sage? Das ist gut. Das ist fucking gut. Aber das war ein Fake-Kuchen. Das war ein Fake, Bro. Das war ein Fake. Das waren Rechte. Aber er hat neoliberal gesagt. Wir sind einen Schritt weiter. Nice. Okay. Aber gut. Der war gut. Also, ich bin wirklich einfach sprachlos. Also ich würde gern so viel dazu sagen, aber ich weiß nicht was. Nein. Das ist Fake-Kuchen. Chill. Ja, sag's halt noch 10-mal. Post ist halt wirklich einfach dumm. Übrigens, hammer.de hat mal die ganzen Vorteile vom Pumpen und Krafttraining zusammengetragen. Nein, und da gibt es halt, du fällst dich so sehr darauf rein, dass du zusammenträgst, einfach warum Pumpen geil ist. Bro, ey, ich geh Fitness, Bro. Du gehst Fitness, Bro. Der geht ins Fitnessstudio, okay. Fitness ist geil, okay. Fitness ist fucking. Dich nehme ich ja komplett hops, Digga. Geil, hör auf, das recht zu fertigen, okay? Wirklich einige Sachen, die halt einfach von Vorteil sind. Auf der einen Seite fördert das halt die Leistungsfähigkeit, verbessert die Körperhaltung, Knochen und Bänder sind widerstandsfähiger, man altert langsamer und es senkt den Blutdruck und schützt das Herz und. Die ganzen Vorteile hat das. Wir sind Alpha! Habe ich euch hier ja gerade eingeblendet. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das ein Troll-Account ist oder nicht, aber der postet sonst. Das ist ein Troll-Account. Du weißt es. Au! Au, faul. Du weißt, dass das ein Troll-Account ist. Nee. Oh, ob das ein Troll-Account ist oder nicht. Oh, oi, Kuchen. Wenn du das dafür verwendet hast, einfach. Oh, joi, es ist ein Troll-Account und das weißt du. Danke schön für den Tier-Wunsch-Sub. Oi. Von normalen Twitter-Nutzern, die zwar auch so ein dummes Zeug posten, aber teilweise auch einen blauen Haken haben. Also das wirkt schon sehr seriös auf jeden Fall. Erwin trägt zwar Trainingsanzug, aber im Gym trifft man ihn selten an. Ja, weil du in ein anderes Gym gehst. Was glaubst du, dass ich einfach, weil ich in Gym gehe, in jedem Gym bin? Mit sowas einfach nur der gesamten Bewegung schadet, checken die Leute da, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, er hat den Joke nicht verstanden. Wenn das wirklich deine Meinung ist, dann kannst du das ja gerne öffentlich machen. Wir leben in einer Demokratie, alles gut. Aber dann mach... Bro, nächstes Mal gehe ich Gym und wenn ich dich treffe, ja, dann nehme ich dich und dann mache ich dich Bankdrücken, verstehst du? Mache ich dich Bankdrücken, Alter. Da legst du dich einfach so flach und ich heb dich einfach so. Ich heb dich einfach. Es doch bitte mit deinem privaten Account und nicht mit dem Account einer Organisation, wo es eigentlich um Klimaschutz gehen sollte. Fridays for Future macht sich mit sowas einfach komplett selber kaputt. Denn ich zum Beispiel würde auch eigentlich nicht auf einer Demo rumlaufen, wenn ich weiß, was... Ach Digga, jetzt habe ich meine Zahnspange kaputt gemacht. Ich brauche die nicht mehr, alles gut, aber... Warum spiele ich mit sowas? Und warum hält ich so wenig aus? Ich habe die 3% geneigt. Ich wollte das Ganze organisieren. Oder ist euch das Thema der Umwelt eigentlich komplett egal? Und euch geht es grundsätzlich nur darum, sich als besten Gutmenschen der Welt hinzustellen, um das eigene niedrige Selbstbewusstsein zu stärken. Mir Boom. Kommt das nämlich genauso vor. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Geht nichts bei! Okay, nice. Kuchen. So halb-based, würde ich sagen. Bist darauf, ne? Dass du reingefallen bist, auf einen Scheiß reingefallen. Ich glaube nicht, dass du reingefallen bist. Ich glaube, du bist fucking klug genug, nicht darauf reinzufallen. Aber gutes Video, ja. Ich sehe das genauso wie du. Keine Frage. Holy shit. Ich weiß nicht. Ist jetzt KuchenTV eine Pipeline nach links oder bin ich eine Pipeline nach rechts? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall so oft, wie ich in Kuchen in letzter Zeit zustimme, einer von uns hat seine Position verlassen. Ich bin mir nur nicht sicher, wer... Tja, dann hat die AfD wohl bei der nächsten Bundestagswahl eine Stimme mehr, so wie es aussieht, wa? Nice. Ja, aber ansonsten, ja, gute Reaction so, ne? Kann man machen.